reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Oh, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist anders. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst macht. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, ist verschickt. Dem Stamm und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst. Ja, liebe Leute. Die DUP hat doch die Stadt mit diesen Leuchtkästen verschandelt. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzapfen. Ich wollte es an der Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Und ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Könntest mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an Kosten für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Yeah. Okay, eins von diesen Dingern ist an der Ecke 2. und Main. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Klatsch. Drohne weg. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission und ich guck mal gerade, wo es überhaupt ist. Und da. Ja, wir machen heute weiter auf jeden Fall mit ein bisschen, würde ich sagen. Dann, let's go. Bevor wir dann morgen oder so oder übermorgen im zweiten Stadtgebiet ein bisschen. Oh, geht. Geh mal weg. So, Verdächtigte gerettet. Brauchen wir nämlich. Jawohl, Drohne down. So, also, weiter geht's auf jeden Fall heute mit Missionen. Mal gucken, was uns erwartet. In der letzten Folge haben wir eine neue Superkraft bekommen, die auf jeden Fall sehr cool ist. Diese Neonkraft auf jeden Fall. Wir sind unsere Rauchkraft los. Aber jetzt geht's mit Neon. Mit Neonkraft auf jeden Fall weiter. So, gucken wir, was das jetzt auch ist mit der. Hier hatten wir, glaube ich, auch mal einen Bossfight, ne? Als wir das Gebiet hier gesucht haben. So. Kitzelt nicht mal. Fetch, das Ding ist hier. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Ja, gleich wirst du staunen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wow, wow, wow. Sorry, liebe Leute. Okay. Das war laut. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen, weil es gewittert draußen. Das habt ihr wahrscheinlich gerade im Hintergrund gehört. So, okay. Sieht, glaube ich, das übelste Gewitter gerade auf. Und so, einmal die Neonkraft hier holen. Gesehen? Ziemlich klein, lila Haare. Sie ist todernst. Hey, ich hab Schüsse gehört. Ich sag doch, die Dinger können dich orten. Wenn
Ich glaube, das war nur eine Patrouille. Ich habe noch so ein Ding gefunden. Ich habe es gekennzeichnet. Siehst du? Eine Neonmarkierung. Ja, gefunden. Folge ihnen einfach. So. So. Einmal kurz hier hoch. Ah, Rauch. Meine Rauchkraft ist weg? Was nützen einem denn neue Kräfte, wenn man die alten dafür hergeben muss? Hey, Fetch, ich bin gerade über deine Arbeit gestolpert. Kannst du dich vielleicht ein bisschen bremsen? Ich muss die Furie in mir füttern. Oder vielleicht fütterst du deine Furie mal nicht. Dann verhungert sie und du wirst geselliger, wie ich. Oder vielleicht kannst du mich mal. Für die Hinweise folgen. Den Kollegen machen wir mal klar zu Kleinholz. Hör mal. Ah, was? Fitch steht da hinten irgendwo. Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschaum. Du hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen? Klar, immer. So. Bei dir alles klar? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. Halt, ich komme da mal hoch. Hör mal. So. Mich mal wieder ein bisschen aufladen hier. Okay, ich glaube, ich habe das nächste. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, Finn. Weißt du, vielleicht sollten wir die Sache mit den Dealern ein bisschen ruhiger angehen. Kriegst du jetzt etwa Mitleid, die? Hey, wir haben Kräfte, die nicht. Deswegen müssen wir die guten. Die Drohne machen wir mal. Denk mal drüber nach. Ja, ja, schon okay. Besorg dir einfach ein paar neue Kräfte.
So. Wo hat die gute Fetch wieder Hinweise? offenbart oder hingelegt? Hinterlassen? Das heißt, wir müssen da irgendwo hoch. Sich ein bisschen aufzuladen, meint er. Na, oh, geht's mal hoch. Da hoch wahrscheinlich. So, Moment. Na, das Neoman ziehen. Wo hat die ganzen Hinweise versteckt, ja? Da hinten? Da hinten ist sie, oder? Ne, ist sie nicht. Schade. Oh, voll abgelegen hier. Steinnüsse. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteschock. So, perfekt, erledigt. So. Ja, jetzt geht das schon wieder los. So. Und wir haben, müssen wir einem Hinweis folgen.
Aber das Schöne ist, dass wir jetzt so quasi Spezialfähigkeit auch für die Neonkraft haben. Und zwar diesen Phosphorstrahl. Mit dem wir gerade eben die Autos da down gekriegt haben. So. Dum, dum, dum. Dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Fetch, wie ich sehe, fängst du die Dealer jetzt doch lebend. Kann es vielleicht sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Ja, die Egomanen denkt immer, ihr seid der Grund für alles, was in der Welt passiert. Haha. Nein, ich glaube nicht, dass ich der Grund für alles bin. Nur für deinen offensichtlichen Sinneswandel. Ein Vorteil hat diese Neonkraft. Man sieht sie. Also man sieht zumindest... da hoch. Oder? Da lang, da hoch. Irgendwie sowas. Hep, 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 hep. Sag mir nicht, dass ich da hoch muss. Und die ist wahrscheinlich oben auf dem Dach. Das würde mich nicht wundern. So. Um statt hoch zu klettern, können wir auch hochlaufen. So, damit müssen wir sie auch haben. Ja. Ich muss mich gerade komplett rausziehen. Eieiei, was geht hier ab? Ich muss mich nur ein bisschen heilen gerade. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, liebe Leute.